hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dragon's Dogma Dark Arisen. So, ich glaube, ich habe jetzt den richtigen Weg gefunden zum Tempel vom Wassergott. Zumindest sieht das hier ganz gut aus. Und da werden wir mal schauen, was uns denn dort erwartet. So, dieser Weg zum Altar, bla 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 bla. Achso, ich muss wahrscheinlich. Jo, ich muss hier rüber. Komm schon. So, vor allem, die sind ja schon da, ne? Ah, hier. Der menschenverschlingende Wasserfall. Na, das klingt doch total gut. Total zuversichtlich. Beim gnädigen Schöpfer, seid ihr der erweckte Herr? Ich gehöre zum Erkundungstrupp, der die Ruinen inspizieren soll. Es gab kein Lebenszeichen mehr von Bruder Jean. Er ging voran. Ich würde ihm wirklich gern zur Hilfe eilen. Aber wie ihr gesehen habt, ich bin der größte Feigling des guten Glaubens. Ich flehe euch an, Herr. Findet Jean und bringt ihn in Sicherheit. Bist du für ein Lappen? Na ja, geh mal rein hier. Was soll schon passieren? Nur wer kein Vorbereit, nur blablabla. Ja, genau. Ihr habt den Tipp gelesen. Ich hab's mal in die Geschissen gekriegt. Es ist ganz schön dunkel. Da würde ich mal sagen, ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da draußen leuchten die Sterne. Ja, weiter, aber welches nicht. Und die Sterne laufen mit mir? Ne, macht keinen Sinn. Wasser-Enzianblatt. Genau. Und die tut ja den total sinnlosen Schrott aufsammeln. Totenschädel. Was will ich denn mit dem dämlichen Totenschädel? Mitridatium. Oh, grünlattig. Sehr gut. Die Ratten. Geben aber gut. Faules Ei. Wie können denn Ratten faul das Ei fallen lassen? Was machst du? Achso, ich krieg Heiligkeit auf mein Schwert. Oh Gott, das ist schon wieder so verwinkelt. Oh Gott, Skelette! Gold. Sehr schön. Noch ein Geldbeutel. Ich hörte, ach so, das sind denen seine Phantome. Ich höre immer irgendwelche Phantome, aber... Was macht eigentlich dieses Wasser... Enzianblatt. Kombiniert es mit anderen um eine Person, kommt über Gesundheit etwas. Okay. Kombinieren. Fanger Gegenstand könne hergestellt werden, wenn ihr die Materialien hättet. Pfaffentrunk. Achso, Nachtjammer und Nachtjammer zu Pfaffentrunk. Okay. Sturzspritz. Bräuchte ich Schurkenbecher oder. Okay. Alles klar. Gehen wir mal weiter hier. Oh, ist das so eine dicke Tür? Verschlossene Tür hat eine Vertiefung, in die ein Gegenstand passt. Okay. Muss ich wohl noch hier irgendwas Krasses finden? Muss da ein Mechanismus geben, der einen Aufzug in Gang bringt. Bestimmt. Oh, eine Truhe. Eine Truhe ist immer gut. Denn in der Truhe ist immer Loot. Sag mal. Donnerschlag, das ist doch ein Zauberstab, oder? Ha, sagte mal. Ist mir hier in der Hütte von Batman, oder was? Sehr schlimm. Hallo. Na, ihr Kumpels. Alles schick bei euch, oder was? So, Kumpel.
Rick jetzt mal ein bisschen Licht hier um die Ohren gepfeffert. So, habt ihr den immer noch nicht down? Ja, wie wurde ich denn hier? So, zack. So, fest verschlossen. Okay. Dann. Ja, ist ja okay. Müsst ihr nicht gleich so komplett ausrasten. Was ist jetzt los? Aha. Und? Weiter? Noch mehr Echsen? Ja, das stimmt mich ja nicht. Alter Junge, die Magier, die Klammer 1, ist der Wahnsinn. So, ne, die paar Echsen, die machen wir jetzt eigentlich wohl nicht. Zack. Bist du down? Jetzt bist du down. Was war da jetzt hier? Easy peasy, lemon squeezy. Oh, Truhen. Geldbeule, sehr schön. Wassergott, Altarhebel. Bronze Panzerhandschuhe. Und Geld, 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 Geld ist immer gut. Halt, stopp, hier wollte ich hin. So. Geben, das gebe ich der Zicke. So, Zicklein. Oh ja. Das ist doch besser als deine komischen Spangen. Und die kann ich auch noch verbessern. Die Spangen sind ja schon voll verbessert. Gut, na, da hat ein bisschen mehr Rüstung gezickt. Das ist doch sehr schön. So, es liegt hier rum. Eine große Nuss. Steht jetzt aufgehoben? Bestimmt. So, einmal die Leiter wieder nach oben. Ach, aufwärts bitte. So. Ah, hier kann ich auch noch runter. Gut, hier kann ich nicht runter. So. Ah. Da habe ich jetzt eine Brücke. Okay. Kann ich an der Kette ziehen? Nö. Das Vieh, muss ich auch gesehen, habe ich nicht gesehen. Das war jetzt etwas überraschend. Aua, was ist los? LOL, da ist ein Magician. Wie komme ich denn an den ran? Gar nicht. Aua. Aber ich bin ohnmächtig, was ist denn hier los? Voll oder was? Ja, es sei doch ein bisschen was. Ach, hier hast du dem gekommen, ja gut, egal. Drüberspringen. Achat? Ich glaube, Achat wird's ausgesprochen. So, oh, auch aufpassen, dass hier eine runterfällt, ey. Wo geht's denn hier hin? Hier geht's bloß ins Wasser. Wo komme ich da hin? Nee! Kletter! Das war jetzt dezent ungünstig. Ja, ja, ich weiß, die Laken werden mich holen. Diese bösen Bettlaken. Oh, jetzt meine Laterne aus. Hä? Verwarren? Benutzen. Jetzt wieder. Oh, hier kann ich schürfen. Und hier gibt's.
aufwärts. Und? Ein Stein. Ich kann nochmal schürfen. Kupfererz. Oh, ich kann nochmal schürfen. Sag mal, wie viel kann ich denn hier schürfen? Und ein Stein. Kupfererz. Hä? Kupfererz. Kann ich auch ganz viel schürfen. Hier sind bloß zwei Mar. Oh, diese blöden Viecher, ey. Wie die immer da an der blöden Decke abchillen. Schande. Mann, Mann, Mann. Oh, schön Irrsinn. Zack, direkt den Schwanz abgehebelt. Aha. Guckst du blöd, hä? Ah, ja. So. Jetzt bin ich hier. Achso, ich hätte... Nee, da ist noch eine Truhe. Schaffe ich den Sprung? Oh Gott sei Dank hat der sich festgehalten. Ich war schon kurz davor, mir komplett einzuscheißen. Drachengeifer. So, sehr gut. Drüben war ja sonst nicht weiter. Nee, gut. So, hallo. Hier kommt klein. Ich glaube, das war der Can. Alter, komplett zerfetzt. Also egal, bei was für eine Party da war, die Party war heftig. Falte Möhre. Bäh. Wie, das war's? Man ist ja nie. Die Opferkammer. Na und? Oh. Da steht was Dickes. Singt da Wale an, oder? Schlachtbeinschienen. Halt, stopp, Kumpel. Ich bin gleich für dich da. Oh, ganz öder, ne. So, für den Zicke. Ah, aber magische Abwehr ist nicht so viel. Ah, das können wir ja auch noch verbessern. Ey, du Dicker! Nein! Das ist gerutscht. Er ist umgefallen. Ging schnell. Bin ich denn hier? Hier bin ich. Alter, Junges, ich sind fein. Wo kommen denn die Kometen eigentlich her? Wir sind hier unter Tage. Aua! Du Eisloch! This Troll is on fire! Achso. Das war jetzt wieder komisch. Grobe Hauer, nehmen wir mit. Hä? Wo sind die? Ach, hier. Hier ist so ein Wassergottschlüssel. Ah, da kann ich hier, da komme ich hier. Moment mal, von wo bin ich jetzt gekommen? Ach ja, genau, hier muss Schlangen. Und hier gibt's. Zwei dicke Truhe. Apropos Ring. Und ein leichtes Gewand. Ah, was ist das denn? So. Hier. Leichtes Gewand. Würde ich ja gegen das Hemd. Aber das Hemd ist ja schon zweifach verstärkt. Aber das scheint bestimmt dann besser zu werden. Das kann ich ja mal der Zicke geben.
Na, und da habe ich auch wieder mehr Abwehr. Gut, dann machen wir das so. So, da haben wir den Wassergottschlüssel. Da können wir ja noch diese eine Tür aufmachen. So, jetzt ist erstmal wieder hier zurück. Mal gucken, was da gibt. Vielleicht gibt es da fetten Loot. Oder einen fetten Endgegner. Oder einen fetten Loot und einen fetten Endgegner. War das jetzt? Ach, hier war das. So. Untersuchen. Und uns erwartet Reichtum, Tod, Macht. Fledermaus ist klar. Arma! Und blöde Echsen. Mal wieder. Okay, da kann ich nicht lang. Liegt da drinne. Langer blauer Kilt. Ich seh dich. Aua! Wieso springst du auf mich gleich? Weil ich dich mit einem Pfeil abgeschossen habe. Das ist ganz schön unhöflich, sowas. Muss ich ja mal so sagen. Komme ich denn hier hin? Los, Tode. Das geht ja. Aua! Du Ascheloch! Sag mal, könnt ihr mal aufhören, immer auf mich zuzustürmen? Das finde ich ganz schön unhöflich. Immer alle auf den Aua, auf den armen Harry. Ja, dann kümmere dich um die Walking Bones. Aber. So, alle gibt's Haufen Wasser ins Jahr. Hier kann ich schürfen. Ja, ja, er macht das schon, wa? Kupfererz. Kupfererz. Silbererz. Kupfererz. Okay. Wasserenzian. Blau, 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 blüter Enzian. La, 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 la. Blau, 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 blüter Enzian. Ja, ich habe ganz viel Elan. Noch mehr Wasser entziehen? Ja. Ein großer roter Knopf. So. Geht das Wasser jetzt weg? Heißt jetzt, ich kann dort jetzt überall langlaufen, wo... Das? Ah ja, gut, hab ich verguckt. Dachte, hier war irgendwie so eine spezielle Plattform oder so. Das sah kurz so aus. So. Ah, kann ich nämlich jetzt zum Beispiel hier lang? Gibt's hier was? Nö. Hä? Ach so. Hier ist so ein Fisch. Großer Fisch. Okay, ist eingestürzt. So, hören wir. So. Hier ist eine Truhe. Der Wassergrund. Toilette des Eroberers. Hier ist noch eine Truhe. Gibt's hier? Eine Altartafel. Oh, ne. Gespenst. Ich hasse diese komischen. Ha! Gespenster, kenn mich mal. Zack! Direkt kaputt gemacht. So, was will ich mit dieser Altartafel? Oh oh. Du zauberst ganz bestimmt nicht, mein Freund. Das kannst du ja direkt abschmatzen.
immer mit dir geht's nach oben. Dann mal den weg. Du zauberst oben, ne, das Ganze knicken. Ne, jetzt ist die Laterne wieder ausgegangen. Geht's denn? Wo kann ich denn? Was ist denn? Es ist so viel, so groß. Ohrring da rein. Da muss doch jemand gereinigt werden. Was liegt denn hier? Hortknollen tun, gell? So, okay. Hier, oh, hier ist auch noch eine Truhe. Was liegt hier? Gelassenheitsextrakt. Das könnt ihr euch holen. Hallo, nimmt mal jemand mit. Hallo. Nicht drüber springen, über die Kiste mitnehmen. Nimmt das jetzt mal einer von euch mit? Ja, das da. Ha? Das da? Mitnehmen? Jemand? Bitte? Ach, wisst ihr was? Da leckt mich doch am Arsch hier. Ihr Doofies. Ihr seid doch alles Doofies. Seht ihr, weil ich nämlich ja immer alles schleppen muss. So, war neu. Eines mehrerer Bruchstücke, die über die versunkenen Ruinen verstreut waren. Die Aufschrift muss entziffert werden. 9 Kilo, so eine Scheißtafel. Donnerschlag. Stab für einen Meistermagier. So, ach ja. Gerne mal wieder anmachen hier. Fahren. So, benutzen. Und dann würde ich sagen, das war's erstmal mit dieser Folge von Dranks Dogma Dark Arisen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge tun wir weiter den Tempel erkundigen. Bis dahin, ciao, ciao.